Kannst du dir vorstellen, dass Leute wochenlang in der Antarktisstation auf hoher See sind und auf einmal alle Corona Die bekommen? Frage ist, genau, warum bekommen sie alle gleichzeitig Corona? Ja, wie kann das sein? Ja, offensichtlich, weil sie halt dann doch infiziert wurden, weil es dann Aber einen Überträger nochmal, gab. ist es möglich, dass das was anderes als ein Virus ist? Nee, Also schaffst. Placebo-Kontrollen auflösen hältst du für sinnvoll? Nach einem gewissen Zeitraum, ja. Nach 2 Monaten. Das ist halt die Nach zwei Frage, Monaten, wo weiß ich nicht, selbst. stell doch nicht solche Fragen, wo du mich auf jetzt irgendwie ein Ding festnagelst. Herr Drosten, als dein Oberpriester, der kann das Genau, alles zurechtdrehen ohne der Hände. Drosten, da bete ich abends jeden Tag für. Ja, genau. Und das fängt ja irgendwie an mit irgendwie, dass eine Frau von der Leyen keine SMS rausdrückt und so, wo sie irgendwie ja diese Verträge irgendwie ausgehandelt hat oder sonst wie. Das, oder so wie irgendwie dann bei Scholz irgendwie der Koffer mit den Laptops fehlt oder so in die Richtung. Kannst du dir vorstellen, dass wir jetzt bei Corona und auch bei vielen anderen, dass wir da in einer Truman-Show leben, dass wir da von vorne bis hinten belogen werden? Nein. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Großer Freier TV. Ja, ich sitze hier heute mit Patrick. Patrick kennt ihr bestimmt von meinem Video vor 3 Jahren. Das war im November 2020. Da haben wir damals über Corona diskutiert. Du warst der Meinung, du hast immer bei mir fleißig kommentiert und hat gesagt, ich befinde mich da auf einem ganz, ganz verrückten Irrweg und du wolltest mich aus meiner Blase retten. Schauen wir einfach mal ganz kurz rein, wie das vor 3 Jahren da geendet hat. Nach 3,5 Stunden hat er das gesagt. Du hast ja gesagt, ich drifte in meine Blase ab. Hältst du mich wirklich für so einen verrückten Typen, der nicht informiert ist? Ja. Ja. Und ja, erstmal schön, dass du heute hier bist, dass wir uns einmal unterhalten können. Klar, freue ich mich auch. Moin. Und wollen wir einfach mal damit anfangen, wie hast du Corona in den letzten 3 Jahren erlebt? Was hat sich, hast du dich vielleicht auch mit meinen Positionen, hast du meine Videos zwischendurch gesehen? Nee, tatsächlich, ich habe wenige Videos gesehen. Ich habe immer mal wieder reingeschaut und ein paar davon geschaut, aber jetzt nicht quasi das aktiv so weit weiterverfolgt, aber. Ich meine, die gesamte Szene, wenn man das bezeichnen mag, wobei es ja auch verschiedene Ausrichtungen vielleicht geben mag, mit der habe ich mich ja schon immer wieder befasst. Ne? Also einfach so, gerade auch während die Corona-Zeit wirklich präsent war. Aber ich würde sagen, mit sämtlichen Lockerungen auch und einer Impfung und so weiter war das Thema auch für mich durch. Also ich bin jetzt auch da nicht groß paranoid zu Hause geblieben oder sonst irgendwas, sondern Wie oft ne? bist du geimpft für die Zuschauer mal? Genau, viermal tatsächlich. Und ja, ich bin trotzdem auch infiziert gewesen und worden. Wie kann das denn sein? Tja, Hat die Impfung nicht so geschützt? nee, also tatsächlich in der, es war auch ein paar Monate danach, aber dann war ich auf einer Feier an der Uni, große Feier, so weiß nicht, 100, 150 Leute waren einige Stunden über den Abend und da hat es am nächsten Morgen auch wirklich einige miterlebt. Also ich habe es gemerkt durch so ein leichtes Kratzen im Hals und weiß nicht, weil man auch zu diesem Zeitraum, es war Juni in 2022. Nee, 2021 meine ich, oder? Ja, 2021. Genau, und ja. Im Juni, im Oder, Sommer nee. 21 sind doch alle geimpft worden, Nein, 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 insofern. nein, nein, Juni 22, Sekunde. Ja, Ja, genau. genau, Juni 22, ja. Siehst du, es ist mir so egal, quasi fast schon. Nee, aber da war ich tatsächlich infiziert, ja. Und wie waren so die 3 Jahre Corona für dich, dass du die Maßnahmen, das war so alles in Ordnung, die harten Lockdowns, die 2G-Regeln, war das alles für Nee, dich in Ordnung? also Du tatsächlich warst ja auch, du hast ja auch, ich kann mich erinnern, dass du gesagt hast, Herr Lauterbach ist für dich ein renommierter Experte. Hat Herr Lauterbach als Gesundheitsminister das alles richtig gemacht? vielleicht nicht alles richtig gemacht und gerade auch, als er nochmal letztes Jahr um die Ecke kommen wollte mit irgendwie nochmal, dass du wieder den Test entfallen lassen kannst, wenn irgendwie 3 Monate irgendwie die Impfung her war oder sonst wie, obwohl sie auch noch keinen neuen angepassten Impfstoff da gab. Das fand ich auch falsch, aber das war ja auch irgendwie so sein Herbstplan, den hat er auch nie rausgeholt. Das hätte ich auch nicht gut gefunden. Aber darüber hinaus, wir hatten ja auch die 3G-Regeln für den öffentlichen Nahverkehr und da muss ich auch sagen, die fand ich auch nicht in Ordnung. Und zwar dahingehend, weil sie einfach auch erstens wenig gebracht haben und zweitens, weil ich auch selbst für mich beschlossen habe, ich möchte kein Impfzertifikat vorzeigen. Um aber auch quasi zu demonstrieren, dass die 3G-Regeln nichts bringen. Und ich wurde auch zweimal aus der Bahn rausgeschmissen. Und was ist die Konsequenz? Du läufst dann halt irgendwie zu Fuß oder du nimmst halt die nächste Bahn, so Da in warst du Richtung. rebellisch und hast dein Ja, Zertifikat nicht vorgezeigt. was heißt rebellisch? Also Ja? es war Du mir, Rebell. selbst ein Anliegen, weil ich wusste, dass es relativ sinnlos ist. Also und zwar deswegen, weil du über den Test halt relativ wenig aussagen konntest, weil der 24 Stunden gültig war und wenn die Leute irgendwie sich morgens oder abends testen, passt halt irgendwie allgemein nicht hin.
Genau, also ich kann da gerne dir nochmal die, ich habe selbst für mich so 2-3 Seiten Text geschrieben, wo ich das versucht hatte, sinnvoll zu begründen. Genau, also da würde ich sagen, bin ich auch vollkommen nicht einverstanden mit gewesen. Aber darüber hinaus, weiß ich nicht, es ist jetzt, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, rein aus so einer gesellschaftlichen Perspektive, ne, es ist vielleicht halt nicht praktisch, wenn man 2G durchführt und einfach so damit das einfach selbst mit vorantreibt und glaubt, man lässt irgendwie Leute quasi damit zurück oder die müssen sich dann ausrichten etc. Also ich denke, man hat einfach auch nicht überall den richtigen Weg gewählt. Ja. Also deiner Meinung nach wäre 2G und die ganzen Maßnahmen oder 2G ist zu Unrecht, war zu Unrecht da in Kraft und würdest du sagen, oder würdest du sogar vielleicht sogar so weit gehen und sagen, dass es die Eigenverantwortung von jedem selbst ist, wie halt er sich in Restaurants und Bahnen und Bars und so weiter begibt? Ja, das muss man halt ein bisschen differenzieren. Also es gab eben Zeiträume, würde ich sagen, da war es in jedem Fall eher geraten, 2G zu haben. Einfach weil es ja die Situation gab, dass Krankenbetten nicht ausreichen, aber nicht nur das, sondern eben auch das Personal nicht ausreicht, um Menschen angemessen zu verfolgen. Und das möchte man vermeiden. Und um zu diesem Zweck zu gelangen, ist es vielleicht dann okay, auch 2G anzuwenden, einfach weil das dann fast schon das mildere Mittel ist, als es quasi für alle Menschen zu verwehren. Mhm. Aber gerade auch wenn das natürlich dann nicht vollständig schützt und so weiter. Also muss man sich nochmal im genauen Einzelfall anschauen, aber gerade gegen Ende würde ich sagen, hätte ich auch zunehmend mehr dagegen gehabt, ja. Mhm. Und also du hast auch, also vorher, ich meine, bei unserem Gespräch, ich habe mir jetzt nochmal die, als Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mir die Kommentare angeschaut, da haben viele gesagt, so von wegen, hey, der hat ja gar keine Ahnung, der ist überhaupt nicht vorbereitet. Insofern, du hast ja auch gesagt, du hast dir immer die Podcasts von Drosten angehört. Hast du dich denn jetzt auch, damals hast du dich ja offenbar nicht wirklich mit der Gegenseite intensiver beschäftigt, kanntest noch nicht mal John Ioannidis. Mhm. Also du hast auch gesagt, in der Zwischenzeit hast du nicht unbedingt auch bei den Kritikern reingeschaut. Nee, aber auch vor allem deswegen natürlich, weil mir das Thema selbst auch einfach aus so einer menschlichen Perspektive irgendwann leid wurde. Mhm. Also ich selbst hatte ja auch keinen Bock auf diese Pandemie in irgendeiner Art und Weise. Ne? Also eher die Frage halt, wie man dann aber da versucht, mit umzugehen. Aber deswegen, wir müssten doch Menschenleben retten insofern. Ich möchte einfach sagen, dass das für mich jetzt zunehmend auch an Relevanz quasi verloren hat, mhm. ein Stück weit. Ne? Und irgendwann trifft man auch vielleicht nicht mehr die rationalsten Entscheidungen überall so in die Richtung. Mhm. Genau, aber was eher den Punkt angeht, dass ich mich mit der Gegenseite beschäftige, wenn du halt dann auch kein Interesse mehr daran hast. Mhm. Für mich war auch quasi mit Ende des Podcasts auch oder ein Stück weit auch die Pandemie vorbei oder weiß nicht, oder wenn man halt, wie gesagt, sagt, so Anfang 2022. Mit Ende des Drosten-Podcasts. Genau, da habe ich mir gedacht, jetzt Drosten sagt alles wenn frei. Wenn Drosten sagt alles genau, in Ordnung, dann ist die Pandemie doch, vorbei. Ja. Weißt du, ich bin der Putin hat doch die Pandemie beendet. Ja, genau. Nee, also, Putin, aber das war ja so, auf einmal war Ukraine-Krieg über den Medien also und dann war alles vorbei. Das hat sich gut die Klinge in die Hand gegeben. Und jetzt Ukraine-Krieg hat der Nahostkonflikt beendet. Tja. Ja, doch. Also das ist halt immer so ein bisschen das Problem in der Gesellschaft und im Medien. Man kann, glaube ich, sich immer nur einem Thema widmen und die Pandemie hat ja auch schon den Klimawandel beendet. So in Richtung, ne? Also, aber sieht man da nicht, dass jedes Mal irgendwie eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird und dass die Leute natürlich auch, wenn es über den Medien ist, dass sie dementsprechend auch Panik schieben und verrückt werden, sich ständig testen lassen, zu Hause bleiben, Kontakte scheuen und so weiter. Meinst du, wenn das in den Medien so hochgekocht worden wäre, meinst du, es wäre genauso gelaufen? Also ich würde sagen, dass es für die Menschen, während sie es sich anhören, in jedem Fall mehr Relevanz hat. Also einfach, wie man Risiken wertschätzt und wonach man dann seine Entscheidungen richtet. Das ist einfach nicht wirklich ein allzu rationaler Prozess, dass man da wirklich gleich an dieselben Risiken rangeht. Das würde ich vollkommen unterschreiben. Und ich bin selbst auch ein Stück weit einfach die Berichterstattung immer mal wieder leid, aber das ist jetzt auch kein Thema, was ich jetzt so sehr vertiefen möchte. Also, okay, ja, wir wollen nicht über die Berichterstattung sprechen, sondern wir wollen uns ja heute vor allem auf den Virennachweis, auf die Wissenschaftlichkeit konzentrieren. Exakt. Aber bevor wir darauf eingehen, möchte ich dir einfach nochmal ein Zitat aus dem Spiegel vorlesen. Der Artikel ist vor kurzem erschienen. Und da einfach mal, was du dazu sagst. So, die Pandemie, die Glaubwürdigkeit von Behörden von wie WHO, Robert Koch und Paul-Ehrlich-Institut nachhaltig erschüttert hat, ist ein Lehrstück dafür, was passieren kann, wenn Hektik und hochkochende Emotionen die Diskussion bestimmen und nicht Nachdenklichkeit, Fakten, Ehrlichkeit und ein klarer Kopf.
Sie ist ein Paradebeispiel dafür, was passieren kann, wenn Kritiker nicht gehört werden, etwa der Epidemiologe Tom Jefferson, der für die Cochrane Collaboration und die Universität Oxford arbeitet und bereits im Frühjahr 21 vor einer Hysterie warnte und den Sinn einer Impfung in Frage stellte. Stattdessen hielten die Medien und die Behörden wie in einem kollektiven Wahn an der Vorstellung eines tödlichen Pandemievirus fest. Auch als alle Zahlen längst klar darauf hindeuteten, dass man vor Corona nicht allzu viel zu befürchten hatte und empfahlen die Massenimpfung. Ja. Was sagst du dazu? Schreibt der Spiegel. So nach dem Motto, die Zahlen haben alle was anderes gesagt, die Zahlen deuten auf was anderes hin, die Behörden und Medien waren im kollektiven Wahn, Kritiker wurden nicht gehört und sozusagen die Massenimpfung zu empfehlen war auch alles Unsinn. Schreibt der Spiegel. Ja, ich würde es aber auch versuchen wollen zu differenzieren. Und zwar deswegen, weil man da unterscheiden muss zwischen individuellem Risiko, auch quasi für mich das Risiko, irgendwie da in die Statistik mit einzugehen, was irgendwie Hospitalisierung oder Todesfälle angeht, das Risiko ist für mich selbst sehr gering, aber wenn du eben dann das einfach nur unkontrolliert durchlaufen lässt, und das war ja auch wieder was immer wieder kam, dann droht es ja nur zu eskalieren. Und da würde ich sagen, wahrscheinlich braucht man auch ein Narrativ gewissermaßen, um das so zu schaffen. Aber dann muss man halt ehrlich ein Stück weit auseinanderhalten. Aber die Daten, sagen, der Spiegel schreibt doch selbst so von wegen, als alle Zahlen klar darauf hindeuten, dass man vor Corona nicht zu viel zu befürchten hatte. Das schreibt der Spiegel selbst dir. Mhm. So insofern, also, alle Zahlen, da ist ja auch, wir haben ja beim letzten Mal, haben wir auch über die ganzen Prognosen von Niall Ferguson und so, vom Imperial College gesprochen. Da hat man ja eigentlich schon ziemlich schnell gesehen, dass er total daneben liegt. Kritiker wurden nicht gehört, wie hier Thomas Jefferson, John Ioannidis, Nobelpreisträger wurden alle nicht gehört. Man ist im Massenwahn, hat man die ganzen Maßnahmen verhängt und hat die Leute zu Hause eingesperrt. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen zugespitzt, muss ich ehrlich sagen, also im Gesamten. So, jetzt Aufklärung. Der Artikel, ich habe mir einen kleinen Spaß erlaubt, der Artikel ist aus 2018, ja, zur Schweinegrippe 2009. Okay. So, aber meiner Meinung nach kann man 1:1 das auf heute übertragen. Ja, weiß ich nicht. Schweinegrippe ist halt auch nochmal ein bisschen anders. Hätte sich das wirklich gleichermaßen ausbreiten können? Keine Ahnung. Ich bin auch von Haus aus kein naturwissenschaftlicher Wissenschaftler. Insofern bin ich da vielleicht auch einfach die falsche Ansprechperson, um das hinterher genau zu beurteilen. Mhm. Dann noch eine andere Frage, bevor wir auf die Wissenschaftlichkeit eingehen. Kennst du den Film Die Truman Show? Ja. Wie wäre das für dich, wenn wir, wenn jetzt hier überall Scheinwerfer vom Himmel fallen würden und du sehen würdest, irgendwas stimmt ja nicht? Würdest du dem nachgehen? Ja, schon. Ja, auf jeden Fall. Würdest du dich trauen, so wie Truman, aufs Boot zu setzen, durch das windige Meer oder durch das raue Meer zu fahren und zu schauen, was hinter diesem Meer ist. Und dann endlich die Tür aufmachen, rausgehen. Und dann, genau, und schauen, dass da noch viel mehr ist. Ja, ich habe erst neulich auch so ein Meme gesehen, so von wegen dieser eine, der da in der Matrix sich ja hier gut gehen lässt und bespeisen und hier den Kooperationsdeal macht. Was Matrix gut gehen lässt? Ja, da gibt es in der Matrix auch diesen einen, der eben nicht Neo ist, sondern der eine, der mit den anderen immer zusammenarbeitet, aber sich verraten lässt und dadurch aber halt das super Leben da führt. Weiß nicht, das sind halt so Dinge, die kann man gewissermaßen einfach so aus einer menschlichen Psyche, glaube ich, beide verstehen, warum Menschen diesen Weg wählen, aber ich glaube, ich wäre nicht die Person, die diesen Weg wählt. Warum nicht? Weiß nicht, das woher das genau kommt, keine Ahnung. Das macht es natürlich aber auch immer ein bisschen schwierig, wenn man dieses Verständnis aufbringt, da andere Menschen so sehr einen Strick draus zu ziehen, wenn man versteht, warum manche Menschen trotzdem dieses Leben wählen. Also. Aber es ist auch die Sache, ich denke mal, es gibt Leute, die sehen, es stimmt irgendwas nicht und können sich vorstellen, dass das alles gelogen ist und schauen hinter die Fassade. Und es gibt Leute, die sehen es vielleicht und haben Angst, hinter die Fassade zu schauen. Und ich glaube, ganz ehrlich, auch jetzt
für die Zuschauer, wir sind in einem Hotel hier. Patrick hat hier in dem Hotel übernachtet. Ich habe gesagt, hey, lass uns hier filmen. Und er meinte, nee, wir können doch nicht fragen. Wir werden rausgeworfen. Mein Eindruck ist, dass du ein sehr ängstlicher Mensch bist. Hast auch mir selbst nochmal geschrieben, so von wegen, du bist vielleicht ein bisschen deutsch. Wo ich sagen würde, das Deutsche ist doch gerade irgendwie das Land der Dichter und der Denker, das Aufrechtstehen, das Werte haben. Insofern, ich glaube nicht, dass du so der Mensch bist, der grundsätzlich was in Frage stellt. Ja, das kannst du gerne so sehen. Aber das darf ja gerne jemand auch beurteilen mit dem, was ich sonst so tue. Ja, genau. Ob ich wirklich die Person bin, die nichts in Frage stellt. Mhm. Ich will nur sagen, ich tue es auf eine sehr andere Art und Weise als du. Mhm. Also nochmal direkt die Frage. Also kannst du dir vorstellen, dass wir jetzt bei Corona und auch bei vielen anderen, dass wir da in der Truman-Show leben, dass wir da von vorne bis hin belogen werden? Nein. Okay, alles klar. Zwei Videos wollte ich dir noch zeigen. To be truly effective, vaccines, treatments and diagnostics must be affordable and accessible to all. Equitable and universal access to vaccination, treatment and diagnostics. We must all work together on improving diagnostics, accelerating therapies and ultimately developing a vaccine. Everyone should have access to COVID-19 testing, treatment and vaccines. But the task will only be completed when vaccines, tests and treatments are available and affordable to every child, woman and man who needs them. To support vaccines, therapeutics, diagnostics development, preparedness efforts and humanitarian assistance. On how to make vaccines, treatments and diagnostics accessible to everyone. Wir schauen uns nicht alles an. Nee, das dauert viereinhalb Minuten. Alle sagen das Gleiche. Ja. Warum sagen die das Gleiche? Gibt es da ein Drehbuch? Sind wir in der Truman Show? Nein. Warum sagen alle das Gleiche? Weiß nicht, kann man einerseits darüber spekulieren. Und zwar deswegen, weil es natürlich auch nicht wirklich gut wäre, wenn jeder Staat was anderes sagt. So für quasi das Internationales. Ich denke aber auch nicht, dass es bei allen Sachen braucht. Vielleicht haben sie aber auch in Teilen einfach recht für die Bevölkerung. Haben sie recht. Ja. Weißt du, was mit den Leuten passiert ist, die da andere Meinung waren? Weißt du, wie mit den Kritikern umgegangen ist? Das ist ja immer die Frage, wie man kritisiert, ne? Und wenn du so wie in Tansania, hast du, wir haben ja auch. Ja, ich hab deinen Blog in Vorbereitung gelesen. Ja, genau. Ich hab Patrick ein kleines Dokument geschickt, was ich eigentlich für Katharina, für die Intensivärztin, mit der ich gesprochen hatte, hatte ich dann nochmal alles zusammengefasst, aber ich habe gesagt, für dich auch nochmal, schaut es bitte an, bevor wir sprechen. Was sagst du zu dem Fall Tansania? Er ist einfach hingegangen und hat gesagt, wir überprüfen mal den Test, ob der valide ist. Hat den überprüft. Er ist halt einfach nochmal für die Zuschauer. Tansania, der John Magifuli, ist promovierter Chemiker, also ist jemand, der sich auskennt. Ist hingegangen, hat gesagt, ich vertraue der WHO nicht, ich vertraue diesem Test nicht. Hat dann veranlassen lassen, dass Proben von Papaya, Ziege, Motoröl, Kaninchen und so weiter eingeschickt worden sind. Da wurde der Name draufgeschrieben von irgendwelchen Fantasiemenschen und dann war die Papaya positiv, das Motoröl war positiv, die Ziege war positiv und hat er gesagt, wir machen überhaupt nichts in dem Land. So von wegen, er hat die Pandemie für beendet erklärt und nichts ist in Tansania passiert. Mhm. So, die Leichenberge, ich habe Freunde, die sind da ausgewandert, ich kenne viele Leute, die da waren, es waren Leute auch in den Krankenhäusern, du hast überhaupt nichts da gesehen. Mhm. Mhm. Insofern, und weißt du, was dann mit ihm passiert ist, mit Magifuli? Ja, das ist aber immer verschwunden, ja, genau. Und vorzeitig gestorben, plötzlich unerwartet. Genauso wie der Präsident von Burundi, der hat auch die WHO aus dem Land geschmissen, auf einmal ist er gestorben. So, oder das gleiche von Eswanti, das ist Swasiland, unten, das ist so in Südafrika. Politiker in Malawi oder der Präsident von Haiti, die sind alle auf einmal, als sie sich kritisch geäußert haben, sind die auf einmal plötzlich unerwartet gestorben. Tja. Ist das alles Zufall? Das fragst du mich, so als wäre ja, aber nein, ich, ja, da ist halt als so dieser von kleine, ängstliche, aber du deutsche hast, Typ, der da... Wir haben gerade gesehen, alle sagen das Gleiche und wer nicht das Gleiche gesagt, der stirbt auf einmal. Ja, so. Das klingt ein bisschen wie eine Nachkorrelation ungleich Kausalität. Ja, natürlich, aber da sagen wir so, wenn es einmal passiert, wenn das bei Magifuli ist, dann kannst du sagen, ja, 50-50. Dann mach doch jetzt mal die große Metastudie
zu allen sämtlichen Leuten und so. Ne? Aber da ist auch, aber da ist halt die Frage nach Wahrscheinlichkeiten. So von wegen, wenn wir sehen, 50-50 bei Magi Fuli. Wenn wir noch einen zweiten haben, dann ist es vielleicht 75-25%. Achso, du kennst ja aber gar nicht, wie viele das sind insgesamt. Deswegen ja, ist aber ich hab das ja gerade aufgezählt, so von wegen. Oder wenn ich auch mir anschaue, in Haiti, der Präsident, der hat halt gesagt, so von wegen, hier, wir testen ja nicht, alles Unsinn, hat dann, auch als die Impfstoffe geliefert werden sollten, hat er die nicht ins Land gelassen. Mhm. Paar Wochen oder auch kurze Zeit darauf sind bewaffnete Leute bei ihm in den Palast eingedrungen und haben ihn erschossen. So, und dann, als er tot war, hat man auf einmal dann die ganzen Medikamente, die Impfstoffe, hat man dann eine Impfkampagne gestartet. Das gleiche auch in Tansania, als dann der Präsident tot war, hat man auf einmal, die neue Präsidentin hat eine Impfkampagne gestartet, Bill and Melinda Gates Foundation, die haben ein Büro in Tansania eröffnet und so weiter, wo ich sage, irgendwie, natürlich klar, kann man sagen, alles nur Korrelation, aber irgendwie, wir sehen ja, alle sind auf Linie, wer ausschert, dem passiert was. Das gleiche auch in Deutschland. Kennst du den Fall Thomas Oppermann und Mario Ohofen und Franz Klein? Nee. Sind auch, ich kann es dir nochmal einblenden, sind halt einmal der Mittelstandschef und der anderen, ich muss das nochmal nachschauen, die sind auf einmal auch gestorben, als sie sich kritisch geäußert haben. Der eine hatte einen Autounfall, der andere auch plötzlich und unerwartet, sind alle dann gestorben. So, also nochmal, kannst du dir vorstellen, dass es eine weltweite Agenda ist, wo alle Länder ja mit verschiedenen Mitteln auf Linie gebracht worden sind? Wer nicht mitgemacht hat, den ist halt was passiert. Nein, also im Sinne von realistisch war der nicht. Kannst du dir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also nochmal, es gibt ja, Goebbels soll ja auch gesagt haben, so für mich, eine Lüge muss nur groß genug sein, dann wird sie jeder glauben. Mhm. Also nochmal, du kannst es überhaupt nicht in Betracht ziehen, dass es eine Agenda ist. Das musst du unterscheiden im Sinne von, ich kann ja genauso auch in Betracht ziehen, das tolle philosophische Beispiel vom bösen Dämon, ja, dass ich mir das alles nur ausdenke und die Traumwelt und so weiter. Aber das musst du unterscheiden von, beeinflusst es wirklich mein Handeln und was glaube ich insofern wirklich? Und selbst dann kannst du ja immer nochmal das Spiel spielen, ein Spiel theoretisch rangehen und sagen, selbst wenn ich davon ausgehen würde, wie verfahre ich dann und versuche ich dann quasi mit diesen Mitteln dagegen vorzugehen oder spiele ich das Spiel erstmal mit? Mhm. Und da würde ich sagen, ist es einfach natürlich auch erstens so sehr unklug, wenn man das so dann tut und auf wie gesagt, auf die Art der Kritik kommt es vielleicht auch an. Mhm. Nee, keine Ahnung. Also ich werde mich da jetzt auch nicht aus der Reserve locken lassen. Der Punkt ist eher, wenn du auch von Wahrscheinlichkeiten sprichst, was war denn der CT-Wert von der Papaya und der Ziege und dem Motoröl? Ja, aber das spielt auch keine Rolle. Sie waren positiv nach WHO-Standard. Nein, es geht ja um die Frage vom CT-Wert. Ja, da ist ja auch die Frage, wenn ein promovierter Chemiker, der hat auch im Westen studiert, ein promovierter Chemiker sowas veranlasst und sagt, die sind positiv. So, die Medien, es gibt dann auch korrektiv die Faktenchecker und so weiter, die sagen, alles ist absolut Unsinn und das ist, so, ne? Warum wiederholt keiner das Experiment? Ja, weil du es ja auch nicht wiederholen kannst. Genau, du kannst es nicht wiederholen. Nein. Ich hätte in der Zeit mich testen können mit einer, oder so tun, als würde ich mich testen, Papaya oder Mango oder irgendwas nehmen, einschicken und schauen, ob es zurückkommt. Ja. Hätte man ja wissenschaftlich machen können. Nein, du kannst genau diesen Fall nicht wiederholen. Im Sinne von, du kannst jetzt natürlich hingehen und sagen, nimmst Motoröl und so weiter, aber dann kannst du ja auch wieder um die Ecke kommen und sagen, das ist ja ein anderes Motoröl. Das ist ja nicht genau der Fall. Nee, aber wenn es auch positiv ist, wenn wir sehen... Du kannst ja nicht die Nicht-Existenz beweisen. Das ist ja das grundlegende Problem. Natürlich, aber und deswegen, dann kommen wir zu der Frage, woher weißt du, dass es ansteckende Krankheiten gibt? Woher weißt du, dass Corona ein ansteckendes Virus ist? Okay, das können wir gerne nach hinten verschieben, allein deswegen, weil du sehr mindestens indirekt nachweisen kannst und einfach durch persönliche Erfahrung und so weiter und du siehst es ja. Aber eher zum Fall nochmal, warum ist es positiv? Warum gab es überhaupt so wenig positive Tests? Mhm. Wenn du scheinbar willkürlich hingehen kannst, alles mögliche testen und dann kommen von absurdesten Sachen plötzlich positiv Dinge zurück. Mhm. Warum ist das der Fall? So, das ist natürlich auch da, wie du schon gesagt hast, mit dem CT-Wert kann man spielen. Einmal stellt man den auf...
Entschuldigung, einmal stellt man den auf CT-Wert 40 ein, dass der CT, dass der Cycle Threshold bei 40 ist, ja. Mal stellt man ihn auf 28 ein. Ja. Woher Drosten auch gesagt hat, so von wegen, der bei dem Corman-Drosten-Testprotokoll, er hat ja keine Grenze festgelegt. Er hat gesagt, wir testen bis 40. So, und im Nachhinein, ich weiß nicht, ob wir in unserem beim letzten Mal drüber gesprochen haben, hältst du es für notwendig, dass man einen CT-Wert, eine CT-Wertgrenze festlegt? Ich meine, dass der Drosten auch dazu gesagt hatte, dass es deswegen schwierig ist, nur den CT-Wert festzulegen, wenn du ja auch nicht sinnvoll die Dinge kalibrierst. Also auf überhaupt, wie genau du das festlegst pro Cycle nochmal und dann aber auch quasi anhand von wie viel Probenmaterial gibst du rein und wie gut ist der Test abgenommen und all solche Sachen. Deswegen lohnt es sich vielleicht auch nicht, den CT-Wert von 30 exakt bei allen anzusetzen. Ne? Und deswegen setzt man ihn lieber ein bisschen höher, damit er dann doch noch eher positiv ist. Und auch mein eigener, einziger, wohlgemerkt, positiver PCR-Test war bei 33. Mhm. Und zwar deswegen, weil er so früh war. Und hattest du Symptome? Ja, aber und hast ganz du dich leichte danach zum Testzeitpunkt. Mhm. Und die Erkrankung fing aber erst dann wirklich ein, zwei Tage später an. Mhm. Und ich habe da auch in dem Dokument, habe ich dir eine Studie verlinkt aus Singapur mit 18 Patienten sind das, glaube ich. Da kommen wir auch gerne drauf. Die sind, das ist im Anhang versteckt, einen Tag positiv gewesen. Die liegen im Krankenhaus. Ja. Teilweise, welche sind beatmet. Einen Tag positiv, einen Tag negativ. Mhm. Einen Tag CT-Wert 25 oder so, einen Tag CT-Wert 38. Und da die sagen, ab 38 ist das negativ. Ja. Wie kann das sein? Tja, schauen wir in das Skript tatsächlich aus der Folge vom 26.03.2020. Ja, oh, von Herrn Drosten. Da geht tatsächlich der gute Herr Drosten genau auf diesen Fall ein. Ja, und da sagt er, ja, da hat man die Beobachtung, die PCR aus dem Rachenabstrich wird nicht positiv. Aber im CT, also in der Bildgebung der Lunge, sieht es ganz nach dieser Erkrankung aus. Ja, also es sieht man ja diese weißen Flecken. Ne, das ist dieses tolle Bild ja. Ne? Siehst du ja, wie das Gewebe franzig ist. Aber wir haben uns ja nie die Lungen angeschaut. Wir haben ja immer einen indirekten PCR-Test gemacht. Wir haben ja nie irgendwie die Lunge gescannt. Ja, natürlich, du hast ja auch ein paar Obduktionen. Also ja, okay, aber die haben wir erstmal Obduktion. Durch CT halt natürlich Obduktion auch. Wollte man ja nicht machen von Corona-Toten. Da gab es ja auch mit Herrn Püschel in Hamburg. Aber erzähl weiter. Ja. Wie sehr du das ja im großen Stil am Ende tust. Ne? Ja. Wenn es wirklich schon. Aber hat man, Herr Püschel hat gesagt, wir müssen zu Anfang hat gesagt, deswegen, wir sind bei Anfang der Pandemie. Wir haben einen Test, wo Herr Drosten kein Cycle Threshold festgelegt hat. Er hat kein Cycle Threshold festgelegt, so von wegen, wir haben die ganze Zeit wahrscheinlich Tests, die irgendwie einen CT-Wert von 30, 38, vielleicht 40 haben oder so, als positiv gewertet werden. Die Leute müssen auch, obwohl sie gar keine Symptome haben, obwohl sie asymptomatisch positiv sind, müssen sie in Quarantäne, müssen sich 14 Tage lang zu Hause einsperren lassen. Und trotzdem hat man damals gesagt, also nee, also der Test ist zuverlässig und wir machen auch keine Obduktion. Also das mit einer Obduktion sehe ich nicht ganz. Aber lass mich nur mal zum Punkt mit Singapur. Ne? Also der Punkt ist wohl hier jedenfalls, dass du tatsächlich im Rachenabstrich anfangs das nicht mehr so viel hast, weil halt die Infektion eher wandert in die Lunge rein. Und hast du gar nicht mehr so viele Replikationen im Rachen. Und dann musst du halt eben irgendwie zwischen den Stimmbändern durch und ganz tief rein und dann hast du aber wieder einen positiven PCR-Test. Und du hast eben geschrieben auch, ne, also gerade aus diesem Dokument, was du auch der Intensivmedizin gegeben hast, auch würde man erwarten, dass die 6 beatmenden Patienten niedrige CT-Werte, also eben eine höhere Virenlast, weil du es ja schon früher feststellst, haben müssten, als die nicht beatmet werden. Aber das ist ja genau schon anfangs bekannt gewesen, dass dem nicht so sein muss. Mhm. Ne? Also deswegen, weil das wandert und weil du noch tiefer gehen musst. Und wenn du dann wo wandert das denn hin? In die Lunge. In die Lunge? Ja, exakt. Und aber muss dann Corona nicht auch im Urin oder Stuhl oder im Blut festgestellt werden? Genau, und dann gehen wir weiter in diesem tollen Dokument und dann kommen wir da zu einem Punkt. Ja? Dieses Dilemma, der späte Patient, der in der zweiten Woche kommt, der schon eine beginnende Pneumonie hat und in der PCR im Rachenabstrich nicht zuverlässig positiv wird, das hat auch in China in Wuhan für große Verunsicherung gesorgt. Und dann gibt's noch die ganz unten, ja, es gibt noch einen Trick, den man auch so machen kann, das gefällt vielen Laboren aber nicht so gut. Eine andere Probenart, die man nehmen kann, die auch relativ zuverlässig positiv ist, ist Stuhl. Also das sind alles bekannte Dinge. Oh, dann hast du die Studie offenbar nicht genau gelesen. Nicht. Hast du die Studie aus Singapur gelesen? Ja, waren es alles Stuhlproben? Oder nein, man hat 18 Leute getestet und man hat Stuhlproben auch genommen. Und die Stuhlproben, obwohl die dann positiv aus dem Rachenabstrich waren, haben sie negative Stuhl-, Urin- und Blutproben. Schreiben die in der Studie so von wegen Stuhlproben waren 40% nur positiv, obwohl sie
einen PCR-Test hatten, der irgendwie mit 24 positiv war oder so. Mhm. Und im Urin und Blut konnte man nichts nachweisen. Mhm. So, wo wandert das denn da? Ja, wie gesagt, in die Lunge. Muss halt aus der Lunge, aber Abstrich machen und nicht aus dem Rachen. Ja, okay. Das, also, ne? Okay, aber jetzt lass uns mal zu den Grundlagen kommen. Hast du dir angeschaut das Common Drosten Paper? Was genau, habe ich mir. Können wir gleich noch dazu gehen. Ich möchte noch ganz kurz zu dieser Studie aus Singapur bleiben. Was du ja übrigens auch gesehen hast, als du diese vielen Tests immer wieder machst, ne? Mhm. Was sich durchzieht, ist, dass die CT-Werte anfangs tatsächlich niedriger sind als gegen Ende. Selbst dann quasi, wenn sie über 28 wandern, waren sie tendenziell anfangs niedriger als gegen Ende. Entschuldigung, jetzt, wir gehen eigentlich auch falsch vor, wir hätten eigentlich mit den Grundlagen anfangen müssen. Genau, so von aber wegen, das weil ich nochmal wir wollen ergänzen. Uns, wir müssen uns gar nicht immer den Test unterhalten, wir sehen halt einfach, es gibt da sehr, sehr viele Widersprüche. Man kann das natürlich, Herr Drosten als dein Oberpriester, der kann genau, das alles zurechtdrehen, ohnehin. Da bete ich abends jeden Tag. Genau, so, die Frage ist doch, ob die Grundlage, und die Grundlage ist das Corman-Drosten Paper. Genau. Von Anfang 2020. Wie kann Herr Drosten ohne ein Virenisolat vorliegen haben, einen PCR-Test entwickeln? Ja, guck mal, da habe ich hier so eine tolle Grafik, ja, für die Menschen unter uns, die sich diese Studie nicht ganz so durchgelesen haben. Habe ich das mal so hier dargestellt. Können wir gerne dann ja, genau, dir, können wir einbilden Sache, ne? So wie ich das verstanden habe, ja. Also ich habe die auch nur gestern überflogen. Oder halt, ne? Einmal durchgelesen, mir meine Sachen rausgeschrieben, so wie ich das verstanden habe. Ne? Also keine Gewähr. Ich studiere auch nicht Wissenschaftskommunikation am KIT, ich studiere nur Geschichte und Philosophie. Du hast ja die Gendatenbank von allen bekannten Sachen. Ne? Also es ist ja hier die Genebank, ist irgendwie so Zusammenschluss aus irgendwie drei anderen und die tauschen immer wieder Sachen aus. Und da ist ja wirklich alles drin, alles, was je sequenziert ist. Ne? Also bekannte Viren, bekannte sonst wie Zellen und was nicht alles irgendwie schon mal irgendwie gemacht wurde. Ne? Und wenn in denen nichts auftaucht, was weißt du denn danach? Warum brauchst du noch eine negative Kontrollgruppe, wie du immer so schön sagst? Wenn da nichts auftaucht. Genau, dann hast du ja offensichtlich noch kein Ergebnis, was falsch positiv werden könnte, oder? Denn so hat man das ja in der Studie auch gemacht. Du hast dann eben ja diese Daten von denen, und die waren ja hinterher tatsächlich in der Gendatenbank, aber eben als die neuen Einträge und noch nicht eben zugewiesen vollständig. Aus denen ziehst du dann die Sequenzierung vom SARS-CoV-2 raus. Ne? Gleichst das dann hinterher ab und du stellst fest, das haben wir ja bisher in der Datenbank noch gar nicht. Das haben wir nur in diesen Proben. Ne? Und so machst du ja überhaupt auch den CT-Test. Die CT. So, aber nein, die Frage ist doch, Herr Drosten hat kein Virenisolat vorliegen gehabt. Er hat ja kein vollständiges Virenisolat, aber er hat Abschnitte davon. Nein. Doch. Hat er nicht. Doch. Hat er nicht. Er also, hat doch ja, selbst geschrieben, hast du die Studie, er schreibt doch selbst explizit, ich kann es dir gerne raussuchen. Soll ich es dir raussuchen nochmal? Ja, gerne raus. Du, können wir gerne kurz cutten. Öffne mein Dokument. Ich hab die Studie, ja. So, da steht, in the present case of 2019 nCoV, virus isolates or samples from infected patients have so far not become available to the international public health community. Exactly. Er schreibt explizit, das ist ja SARS-CoV-2, wurde es nachher umbenannt, zu Anfang 2019, nCoV haben sie es genannt. Er schreibt also explizit, wir haben kein Virenisolat und keine Proben vorliegen. Wie kann er dann einen Test entwickeln? Und zumindest noch nicht davor. Aber das versuche ich dir gerade zu erklären, wie das sein kann. Und zwar deswegen, weil du ja bisher alle, wonach du weißt, dass es, was du nicht haben darfst, was nicht auftauchen darf. Ne? Du brauchst ja diesen einen Identifier, der noch nie vorher da war. Und den hast du ja trotzdem. Und den hat er erstens aus diesen frischen Downloads, wo es eben noch nicht gleichzeitig eben vorliegen war oder eben noch nicht klassifiziert, plus auch nochmal ja anfangs auch mit, dann wurden ihm ja Sachen zugeschickt. Ne? Aus Wuhan. So, also, und da wenn ich mich recht erinnere, hat er irgendwie zwei, drei Sachen am PC zusammengeschustert, hat gesagt, das könnte es sein, hat ihm das zugeschickt, hat gesagt, testet darauf und dann ist es positiv gewesen. Ja. Aber woher soll ich wissen, gibt's da Kontrollexperimente? Hat er mal die gleichen Tests mit Influenza, mit HIV oder mit Menschen auch gemacht, die nicht krank waren, die gar keine Symptome hatten? Hat er die gemacht? Also die hast du indirekt. Ne? Das ist ja der gesamte Knackpunkt. Du brauchst in diesem Fall gar kein Kontrollexperiment. Und zwar deswegen, weil du ja schon längst Influenza und alle anderen Viren hast. Ja, also hier von denen, die ich da übrigens rausgesucht habe, ist irgendwie eins irgendwie Ebola und dann irgendwie noch Dengue-Fieber-Virus. Influenza haben wir auch irgendwie. Und ich glaube sogar, das ursprünglich SARS ist ein und ja, HIV, das sind glaube ich so die da links stehen.
Und die hast du ja alle schon längst sequenziert. Und auf diesen ist es ja nicht positiv. So, dass nur dieser von diesem Ding da rechts wirklich eindeutig positiv aus SARS-CoV-2. Und das andere ist ja nochmal, du hast es zusätzlich mit einem Teil auch von SARS gemacht. Du hast irgendwie diese zwei Identifier, auf die du prüfst. Nämlich einmal im kurzen irgendwie noch aus SARS, die ja da irgendwie auch übereinstimmend überlappend ist. Vielleicht damit du eben auch mehr mitkriegst am Anfang. Ja, wenn es ja auch darum geht, dass du die Diagnostik hast, um möglichst weitflächig zu testen und lieber auch ein paar falsch-positiv in Kauf nimmst. Oder selbst dann, du möchtest ja auch trotzdem nicht, dass es irgendwie was, dass da SARS noch gleichzeitig irgendwo rumläuft. Ne? Die zwei Sachen hast du und damit hast du ja dann Covid-19. Und weil du schon auf alle sämtlichen je stattgefundenen Sequenzierungen damit getestet hast, beim Testerstellen. Sie haben ja nicht getestet, sie haben am Computer quasi getestet, und insofern, als dass du ja quasi schon den gesamten Abgleich von sämtlichen Sequenzierungen hast. Diese Datenbank ist ja riesig. Irgendwie, was habe ich ja vorhin gelesen? 170 Milliarden Basenpaare oder irgend sowas. Also du hast alle Sachen, die du schon je getestet haben könntest, mit abgeglichen. Und du nimmst natürlich deswegen nur diesen sehr eindeutigen von Covid als Marker. Und der ist nur auf den neueren Proben positiv gewesen. Und weil es die sind, kannst du ja auch sehr gut vermuten, dass es sie sind. Und dann stellt sich hinterher raus, ja, das waren auch genau die. Aber haben wir doch gerade gesehen, so von wegen, in dem Krankenhaus in Singapur, man testet die und mal positiv, mal negativ. Mag ich Fodi testet. Deswegen, Papaya alles positiv, aber geht's ja um den CT-Wert. Okay, und da ist halt die Frage, lass uns über Genomsequenzierung sprechen. Durchgehend haben sie, ist das wissenschaftlicher Standard, dass man Kontrollen durchführt? Ich verstehe, wo du hin willst. Aber ist das wissenschaftlicher Standard, ja oder nein? Hängt ja, also ja, insofern, als dass du eine Kontrolle brauchst. Aber ja, die Kontrolle hast du in dem Fall ja schon durch die gesamte Gendatenbank. Nee, aber da ist ja gerade, wenn man sie ansieht, also erstmal ist es, wenn die Kontrolle ist in dieser Studie direkt enthalten, weil sie ja selbst diesen Test schon mehrfach gemacht haben. Vielleicht hast du gelesen, der aus Melbourne hat mal eine Negativkontrolle gemacht und die war positiv. Das heißt, hast du das angeschaut? Die haben tatsächlich selbst positive Fälle, ja. Und zwar, wenn wir hier weiter scrollen in dieser Studie, haben wir hier links diese Tabelle, ja. Können wir jetzt auch gerne, ne, kannst du einblenden. Haben sie tatsächlich auch geschaut, ja, bei wie vielen Samples haben sie ja hier links, wie viele haben sie genommen, und die haben sie alle getestet und dann nochmal eben geschaut, wie oft sie das dann eben rausziehen konnten. Mhm. Und hast du tatsächlich da einmal, sogar hier zweimal bei irgendwie dem einen Harkov, und dann schreiben sie aber auch, wenn sie es nochmal gemacht haben, ist es wieder negativ. Und wahrscheinlich, weil sie selbst nicht ganz klar waren, welcher CT-Wert nämlich der Punkt ist. Das ist jetzt Kormendrossen-Studie. Ja. Schreibe ich dir gerne auch alles noch raus. Also, so. Und da halt auch. Also, wir sehen halt erstmal, Kormendrossen hatte kein Virenisolat vorliegen. Zumindest kein vollständiges. Nein, er schreibt da selbst, er hat kein Virenisolat und keine Proben vorliegen. Er hat ohne den Patienten gesehen zu haben, ohne irgendwelche was von dem Patienten zu wissen, er hat geschrieben, er hat sich auf Daten aus den sozialen Medien verlassen. Schreibt er. Soll ich dir nochmal vorlesen? Also er hat sich dadurch, dass da ja auch Connections sind und du mit den Leuten so sprechen kannst und es nicht nur immer über die wissenschaftlichen Publikationen gehen muss, gerade wenn es so anfangs ist und so weiter, sehe ich eher den Punkt von, da ist es schon sehr eindeutig, dass genau das wahrscheinlich SARS-CoV-2 ist. So, und da halt auch, deswegen, warum machen sie keine Kontrollen? Die Kontrolle ist... Aber die sind doch vorgeschrieben, Herr Drosten hat doch... In einem Arbeitsvertrag von Herrn Drosten steht drin, dass er sich an die Vorgaben der Deutschen Forschungsgesellschaft halten muss. Das steht in seinem Arbeitsvertrag. Artikel 11 wahrscheinlich wieder, ne? Jetzt kommt dann Artikel 11 daraus wieder, oder? Das ist dieses Ding. Auf jeden Fall steht in den Standards, es gibt da von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gibt's halt so Standards, und da steht drin, dass man konsequent immer alles anzweifeln muss, was man publiziert. Anzweifeln ist Kontrollen machen. Ja. Sondern wir sehen, dass wenn sie die Kontrollen durchführen, dass sie ihre eigene Hypothese widerlegt. Nein, diese Studie ist eine einzige Kontrolle. Du hast was Neues, du testest auch was Neues, was nur aus diesen Proben kam, von da, die frisch dazu reingaben. Und wir haben doch, der aus Melbourne hat doch gesehen, er hat doch eine Negativkontrolle gemacht und die war positiv. Hat er das geschrieben oder nicht? Ist es jetzt eine andere Studie als die Kormendrossen? Ja, die erste Genomsequenzierung in Australien gemacht hat. Die Frage ist, findest du auf diesen Identifier, ja, den hier in der Drosten-Studie, den er dann quasi gesagt hat, das ist der Drosten-PCR, ne, der quasi erfunden wurde. Wenn du diese Sequenz in sämtlichen anderen Sequenzierungen suchst, ja, wie oft musst du hier dein Cycle da machen in der CT, in der PCR,
bis du diese Sequenz findest. Nochmal. So funktioniert das. Nochmal, nein, da ist ja die Sache. Sie nehmen halt, normalerweise sollte ja sein, die nehmen eine Probe und sequenzieren da das angebliche Virus raus. Ja. Sie machen halt eine, sie errechnen aus einzelnen kleinen Stückchen von dem angeblichen Virus, errechnen sie ein Alignment und packen das in diese Virendatenbank, in diese Gendatenbank. So, dann müsste halt auch, wenn man diesen Test macht, da gehst du halt einfach hin, nimmst halt eine Probe von einem Kranken und genauso müsstest du hingehen und errechnest das dann und genauso müsstest du hingehen und sagen, ich nehme eine Probe von einem, der keine Symptome hat, ich nehme eine Probe von einem, der Influenza hat, ich nehme die Probe von jemandem, der AIDS-krank ist und schaue, ob ich genau das Gleiche errechnen kann. Ja, man stellt halt sich heraus, nein, kannst du nicht. Nee, das haben sie doch gerade gemacht. In Melbourne haben sie das gemacht. Der aus Melbourne hat schwarz auf weiß geschrieben. Habe ich dir geschickt. Hast du es nicht angeschaut? Nee, tatsächlich nicht. Können wir gerne, streiche ich dir per Mail nach. Nein, ich zeige es dir nochmal. Wir pausieren mal ganz kurz hier. Erstmal, wir haben die Bestimmung des Referenzgenoms. Das ist die Studie aus China von Shang. Man hat nur eine einzige Probe genommen. Man hat keine Kontrollen durchgeführt. So, und dann haben meine Kollegen, die haben halt alle... zum Beispiel hier in Australien, die erste Sequenzierung des ersten Patienten in Australien. Es wurde wieder nur eine Probe verwendet. Marvin, den du ja auch aus meinen Interviews kennst von Next Level, hier nochmal an der Stelle, Next Level ist der erste Einstieg in das Thema. Schaut euch das unbedingt alles an, was die so publiziert haben. Dass die nicht First Level heißen. So. Marvin hatte angefragt, warum sie keine Negativkontrollen durchgeführt haben. Als Antwort kam, man wollte keine Reads für die Sequenzierung einer negativen Probe verschwenden. Und Entschuldigung, ich habe das hier durcheinander gebracht. Der in Melbourne war es nicht, der Negativkontrollen durchgeführt hat, sondern beim Louis Pasteur Krankenhaus in Nizza, da hat man 103 positiv getestete Proben genommen und hat daraus das SARS-CoV-2-Genom sequenziert. Und da hat in einer Anfrage hat Marius Illier oder wie man es auch immer ausspricht, hat er gesagt, dass keine Kontrollversuche durchgeführt worden sind, obwohl sie so viel sequenziert haben. Und weiter erklärt der Autor, dass die Forscher nach Veröffentlichung der Studie auch Negativkontrollen durchgeführt hätten. Also die publizieren die Studie und erst danach führen sie Negativkontrollen durch. Auch aus diesen Negativkontrollen konnte das SARS-CoV-2-Genom mit der verwendeten Next-Generation-Sequencing-Methode errechnet werden, so der Autor. Eine Positivkontrolle bedeutet, dass die verwendete Methode die Forschungshypothese falsifiziert. Mhm. Schreibt er selbst, wir haben Negativkontrollen durchgeführt und haben ein positives Signal bekommen. Das heißt... Das wäre direkter Widerspruch in der Studie. Genau. Mhm. Nein, das heißt, das, was du sequenziert hast, ist nicht einmalig, ist nicht spezifisch. So von wegen, dieser Test, diese Genomsequenzierung springt auch auf alles andere an. Ja, auf gesund, auf krank, auf Papaya, auf Motoröl und so weiter. Ganz offensichtlich ja nicht. Und deswegen doch, ganz offensichtlich in Tansania hat man es gesehen und in Singapur auch. Nein, also nochmal. Ja. Es ist vorgeschrieben, Kontrollen durchzuführen. Und wenn man die durchführt, sind die Negativkontrollen fallen positiv aus. Das heißt, sie falsifizieren das Ergebnis, was er herausbekommen hat. Der Punkt ist jetzt folgender. Warum taucht diese Sequenzierung überhaupt erst dann auf, wenn du diese 5-mal Negativbeispiel machst? Wie gesagt, du hast ja schon von vornherein in dieser Gendatenbank, das sind ja sämtliche Sequenzierungen überhaupt. Ja? Warum ist da noch nie dieser Identifier da rechts aufgetaucht? Das ist dieser gleiche Frage. Weil halt einfach bei dieser Genomsequenzierung kannst du hier und da ein bisschen drehen. Das ist total ungenau immer. Und deswegen, wie gesagt, es ist vorgeschrieben, Kontrollen durchzuführen. Die Deutsche Forschungsgesellschaft sagt das. Oder Karl Popper hat auch gesagt, alles sind Hypothesen, jede Theorie, jede Hypothese muss ständig hinterfragt werden. Ja. So. Und da ist halt auch, so bist du bei mir, dass es wissenschaftlicher Standard ist, dass man, wenn man es sauber macht,
Ich meine, warum machen sie es nicht? Warum gehen sie nicht einfach hin, so wie hier in Nizza, und sagen, wir nehmen auch nicht nur die Probe von jemand, der positiv getestet ist mit einem Test von Drosten, sondern auch jemand, der negativ getestet ist und jemand, der keine Symptome hat und einen AIDS-Patienten und so weiter. Warum macht man das nicht? Ja, deswegen, weil diese Menschen verstanden haben, warum man es nicht braucht. Aber nochmal, ja, es ist doch Vorschrift. Lass mich doch mal kurz ein paar Sachen sprechen. Ja? Wenn du jetzt sagst, du hast ein langes Dokument, okay? Ja, nimm irgendwie deinen Lieblingsroman. Jetzt möchtest du Plagiate testen. Und du schaust rein in dieses Ding. Und du stellst fest, dieser eine lange Satz, der kam da noch nie drin vor. Der ist wirklich einmalig. Den hat so noch niemand gesagt. Das ist doch ein super Identifier. Dann brauchst du doch nicht einen Negativ-Test machen, wo du einen anderen Roman nimmst und den nochmal von vorne bis hinten durchliest. Vor allem, wenn du diesen anderen Roman schon längst in deiner Datenbank mal hattest und direkt geschaut hast, ob jemand den überhaupt schon mal gesagt hat. Ja, aber wer sagt... Wenn du jetzt... Dein Satz immer kürzer machst, ne? Dann kommt es ja natürlich immer, wird es immer wahrscheinlicher, je nachdem auch, wie, was jetzt das für ein Satz ist, dass dieser kürzere Abschnitt schon mal drin vorkam. So. Ja. Und jetzt musst du ja auch unterscheiden, dass eine Sequenzierung ein deutlich teurerer Prozess ist, von vornherein, so gesamte lange Dinge, versus die PCR, die, glaube ich, versucht, genau diesen einen Abschnitt immer wieder zu verdoppeln. Und zwar nur genau diesen einen. Also, wenn ich bin jetzt echt nicht mehr lange drin in dieser so, Thematik. Und deswegen, aber das ist doch. Dein Beispiel, um bei deinem Beispiel zu bleiben, so von wegen, wir haben einen Satz in einem Roman und wir suchen auf diesen Satz. Genau. So. Dann sagst du, man muss sich ja alle anderen Romane gar nicht anschauen, doch, weil die haben wir ja in der Datenbank. Ja. Genau. So, das ist dein Argument. Weil sich jemand so, aber, schon mal hingesetzt aber, hat und diese ganzen langen Dinger abgetippt hat so, und diese Daten geschickt. Ja, aber was ist, wenn jemand hinkommt und sagt, so, Moment, ihr habt bei dem Durchschauen von den Romanen habt ihr einen Fehler gemacht. Ich habe hier, in diesem Roman habe ich genau den gleichen Satz. Ja, das war seltsam, ja. Dann und das haben dann sie doch hier in Nizza gemacht. Das haben sie in Nizza hier gemacht. Schau mir gerne nochmal an, wenn das wirklich so ist, wie du sagst. Ich zeige dir nochmal die E-Mail. So, ich zeige dir die E-Mail. Das ist die E-Mail. So, hier. Da siehst du hier. So. Dear Marius, ein Molekularbiologe hier. My name is Daniel Elden. I'm a molecular biologist from Norway. I have a question for you. I have read your publication, setting up rapid blah 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 genome assessment by next generation sequencing in an academic hospital center. Did you or your colleague use any negative control experiment, for example, SARS-CoV-2 sequencing without the presence of SARS-CoV-2 PCR negative samples? Also, hast du auch eine Negativprobe genommen? Hast du eine SARS-CoV-2-Sequenz genommen von jemandem, der PCR negativ getestet wurde? Und da schreibt er, thank you for your interest in our work. We did not use negative samples for the studies. Wir haben keine Negativstudien genommen. But since then we also sequence negative samples in routine practice. Also wir haben... Routinemäßig haben wir negative Samples, also Proben, die negativ getestet worden sind. Und interessanterweise hat diese Sequenzmethode einige schwache, positiven Signale geliefert. Mhm. Not sure if these are false positive because the gold standard is still the RT-PCR. Mhm. So, und dann ist halt die Frage... Sie haben niemals, und das ist das, was ich sage, ich beharre einfach nur auf Wissenschaftlichkeit, wo ich sage, ich möchte einfach nur, dass Sie wissenschaftlichen Standards einhalten. Wenn ihr sagt, wenn die deutsche Forschungsgemeinschaft sagt, es ist wissenschaftlicher Standard, an allem zu zweifeln, das schreibt sie selbst. Ein Wissenschaftler wird so dazu erzogen, an allem, was er herausbringt, zu zweifeln. Und zweifeln heißt, ich nehme auch mal die Probe von einem, der negativ getestet ist. Und wenn Sie es machen, du siehst, was sagst du dazu jetzt? Du siehst, die machen das. Dann hätte ich jetzt gerne, du blendest diese Mail nochmal ein, damit auch die Zuschauer das nochmal genau lesen können. Ja. Und da hast du gerade selbst vorgelesen, da schreibt er selbst, er ist sich nicht sicher, ob das wirklich falsch positiv ist, weil es auch so schwach positiv war. Ne? Und zusätzlich war das ja auch zu einer Zeit dann, wo du diese Fälle schon hattest. Das heißt, in diesen kann es ja vorgekommen sein, dass du dann tatsächlich auch das nachgewiesen hast. So, und deswegen. Und zusätzlich, ja, zum Thema Standard nochmal, schreibt er ja auch, der Goldstandard ist die PCR. Warum denn? Aber nochmal, und das ist doch ein Zirkelschluss. Wenn wir die PCR. Das wäre ein Zirkelschluss, ja, wenn man das wirklich so anführt, ja. Siehste? Punkt, ja. Siehste? Aber das eine ist ein kleines Indiz, und auf der anderen Seite hast du dieses riesige, kohärente Konstrukt, was nicht nur eben nur konsistent ist, sondern wirklich sich selbst stützend, auf vielen, vielen Ebenen. Und das ist auch ein Teil dieser Wissenschaftlichkeit.
Nee, und da ist doch, das ist Wissenschaftlichkeit. Und da auch genauso, hast du dir das angeschaut mit Peebles und Enders, mit dem zytopathischen Effekt? Doch, den vielleicht nicht genau das, deine weißt, Zusammenfassung habe ich gelesen. Ja, ja, genau. Du weißt, was der zytopathische Effekt ist? Ja. Und ganz kurze Sache, ist das andere hier auch der zytopathische Effekt. Und zwar, wo ist mein Logset? Dieses Bild hier. Ist das nicht auch das gleiche? Dieser zytopathische Effekt? Das ist doch irgendwie nur ein Lungen, ein CT von der Lunge. Mhm. Da siehst du ziemlich viel zerstörtes Gewebe, oder? Ganz schön viel. Normal, aber. Und nur weil du in deiner kleinen Zellkultur auch auf manche Sachen machen kannst und weil diese Zellen auch zusätzlich auch sonst abstirben und so weiter. Es ist doch nicht zu leugnen, dass dieses Covid existiert und Schäden in diesen Menschen hervorruft. Normal. Und deswegen, ich leugne ja gar nicht, dass Menschen krank werden. Mhm. Ich sag nur, die Frage ist, ob das ein Virus ist, der von außen kommt. Wenn ihr sagt, es ist ein Virus, dann weist dem wissenschaftlich nach, dann haltet die wissenschaftlichen Standards ein. So, und wenn ich sehe, dass sie weder bei den zytopathischen Effektkontrollexperimenten durchgeführt haben, noch bei der Genomsequenzierung, noch bei den Ansteckungsexperimenten. Und jedes Mal, wenn man Kontrollen macht, falsifiziert das deren eigenen Hypothesen, dann ist es nicht wissenschaftlich, dann ist das eine Voodoo-Wissenschaft. Vielleicht ist es auch ein bisschen ein falsches Verständnis von dir, dass du den zytopathischen Effekt so hochhebst, genauso wie die Robert-Koch-Postulate, weil es gute Nährungsdinge sind, die aber halt nicht um jeden Preis unter allen Umständen immer zu den gleichen Sachen so eindeutig ausfallen. Woher weiß ich denn, dass wenn die Menschen krank werden, dass es ein ansteckender Virus ist, dass es SARS-CoV-2 ist? Woher weiß ich das? Woher mache ich jetzt? Mittlerweile halt tatsächlich ist dein bester Indikator am Ende, dass es wirklich SARS-CoV-2 war, die PCR. Die PCR, die nicht validiert ist, die nicht spezifisch ist. Doch, sie ist ja spezifisch. Es hat doch schon die Korn- und Drosten-Studie gezeigt, dass sie so spezifisch ist, dass sie nur bei den SARS-CoV-2-Proben anschlägt, dass sie noch nie vorher bei sämtlichen Sequenzierungen angeschlagen ist. Und wenn sie anschlägt, dann halt nur deswegen, weil du hinter dieses gesamte Grundrauschen in der PCR hast. Wir haben doch gerade gesehen, erstmal, wie gesagt, Tansania, Singapur-Studie, wir sehen bei halt welchem, über... Bei welchem CT-Wert? Nochmal. Das also nochmal, irgendwann positiv wird, darum geht's ja nicht. Es springt halt und deswegen kann es nicht einfach sein. Oder lass uns über, auch mal angenommen, PCR weist nach, dass da irgendwas ist, was die Symptome hervorruft. Wie weise ich eine Kausalität nach? Das ist mit Ansteckungsexperimenten. Hast du dir das mit dem Imperial College angeschaut? Du meinst das Human Trial, ne? Ja. Ja. Ja, Findest du es wissenschaftlich, dass man keine Kontrollgruppe hat? Ich habe mir tatsächlich leider nicht so genau angeschaut, auch wenn ich es auf der To-Do-Liste stehen hatte, was deine Kontrollgruppe angeht. Der Punkt ist ja eher, du hast ja sonst die Kontrollgruppe wieder in der gesamten Vergangenheit. Du hast ja noch kein Virus gehabt, das genauso funktioniert hat, das genauso spezifisch darauf anschlägt. Also ist es doch dein bester Beweis, dass es das ist. Und auch sonst, wenn du... Nochmal, und das ist doch... wenn du im Krankenhaus eine Gruppe hast, wenn du 20 Leute hast, den teufelst du SARS-CoV-2 rein oder den Urtyp, den Wildtyp, wie die es gemacht haben. 20 Leute, den teufelst du einfach eine Kochsalzlösung rein. Ja. Und du siehst, in der einen Gruppe werden Leute krank und in der anderen Gruppe. Ja, aber die Frage ist, wie viel häufiger werden Leute krank? Und dann, wenn sie krank werden, sieht es so aus wie Covid. So, aber da ist halt, wenn du keine Kontrollgruppe hast, das bei jedem, wenn du jedes Medikament testest, hast du eine Placebo-Gruppe. Genau, hatte man auch bei Impfungen, Mensch. So, genau. Jetzt stellst bevor du fest, wir, bei Impfungen, be- die Menschen wir, werden seltener krank. Bevor wir über die Impfung sprechen, hältst du es für wissenschaftlich, dass man da keine Kontrollgruppe hat? Unter den genauen Umständen kann das sein, ja. Wie gesagt, weil du bei manchen hättest, Sachen keine Kontrollgruppe brauchst. Also nochmal, du sagst, es brauchst keine Kontrollgruppe. Wofür sind denn die wissenschaftlichen Standards? Wissenschaftlichen Standards da? Weil wenn eine Kontrollgruppe redundant ist, zwar vollständig redundant, und das ist bei diesen Dingen, die wir jetzt gerade diskutiert haben, der Fall, dann brauchst du auch keine Kontrollgruppe. Mhm. So. Aber nochmal, und wenn aber eine Kontrollgruppe, wenn man sie hat und genau diese Hypothese dann nicht bestätigt wird. Du meinst, das, was jetzt da war, dass es leicht falsch positiv sein könnte oder quasi
nicht wenn, sicher, wenn ob man, Falschpositiv mal angenommen, leicht ich sage, ich sage ja, wenn man die Studie, die Ansteckungsstudie vom Imperial College wissenschaftlich sauber durchführen würde. Übrigens, ja. die Leute, die die ausgeführt haben, die haben selbst, du kannst bei denen, ich glaube, auf jeden Fall, da gibt's ein Forum unter dem Paper und da fragt man, dann werden dann halt den Erstellern dieser Studie, wird halt so gefragt von wegen, warum habt ihr keine Kontrollgruppe? Und dann sagen die, oh, tut uns leid, haben wir es vergessen, das ist wirklich ein Fehler, werden wir beim nächsten Mal drauf achten. So, das heißt, die geben wirklich zu, dass das ein Fehler war. Und ich sage, wenn sie die hätten, dann würden sie sehen, dass es ein Nocebo-Effekt ist. Weißt du, was der Nocebo-Effekt ist? Natürlich weiß ich das. Ja? Kannst du dir das vorstellen, dass das ein Nocebo-Effekt ist? Nein. Nein? Wie kann es denn sein, wir haben Fälle in der Arktisstation oder die argentinischen Fischer. Kennst du die Fälle? Dass da Leute eigentlich quasi nie je was mit zu tun haben sollten, dass da gar keinen Die sind komplett, kannst du dir vorstellen, dass Leute wochenlang in der Antarktisstation auf hoher See sind und auf einmal alle Corona bekommen? Die Frage ist, genau, warum bekommen sie alle gleichzeitig Corona? Ja, wie kann das sein? Ja, offensichtlich, weil sie halt dann doch infiziert wurden. Weil es dann andere Überträger gab. Nochmal, ist es möglich, dass das was anderes als ein Virus ist? Nee, nicht in dem Maße. Oder nicht, wenn die Sachen so eindeutig sind. So, und da ist halt die Frage, kann es nicht auch sein, weißt du, was Exosome sind? Hm? Was? Ja, ganz offenbar nicht, ne. So. Kann es nicht auch sein, dass etwas anderes, das ist doch genauso wie mit diesem Beispiel, wenn du siehst, irgendwo brennt es. Du gehst dahin, jedes Mal, wenn du siehst, ein Haus brennt, du gehst jedes Mal siehst du die Feuerwehr da. Mhm. Dann kann ich auch sagen, du würdest sagen, ja, die Feuerwehr, natürlich, ich sehe die jedes Mal da, die hat das Feuer gelegt. Mhm. Woher willst du wissen, dass das Feuer nicht woanders herkommt? Das ist ein guter Punkt, ja. Das ist eine ganz alte Frage in der Philosophie. Mhm. Ja. Und wie überprüfe ich das? Wie überprüfe ich das? Ja, gar nicht. Indem ich wissenschaftliche Experimente ausführe. Genau, du brauchst halt den zeitlichen Zusammenhang. Aber hast du schon mal Kausalität gesehen? Nochmal. Also das und da ist so, halt, da, du kannst noch mal, die Dinge immer nur indirekt machen. Okay, aber da ist ja halt, wo ich sage, dafür gibt wissenschaftliche Standards, Karl Popper, DFG-Standards, die sagen halt alle, wir müssen das kontrollieren, was wir machen. Ja, aber nicht, wenn sie, überall, wenn deine gesamte Studie schon die Kontrollgruppe ist. Na, aber nochmal, die sind sich, und das ist es ja, die sind sich gerade so sicher, dass das alles stimmt, dass die keine Kontrollen machen. Aber, und wenn man sie ausführen würde, würde das deren ganzen Hypothesen verwerfen. Und deswegen ja, die Frage ist, nochmal, kannst du dir also nicht vorstellen, dass wenn jemand komplett, wenn du in der Hütte ganz, ganz alleine irgendwo in der Arktis bist, wochenlang, wenn du auf einmal Corona bekommst, wo kommt das dann her? Also ganz initial hatte man auch den Fall, dass man gesagt hat, nichts wurde über Lebensmittel übertragen. Oder quasi, es gab keinen nachgewiesenen Fall. Aber da ist natürlich auch die Frage, gab es keinen nachgewiesenen Fall deswegen, weil kein Fall darüber existierte? Oder weil es einfach verdammt schwer ist, manche Dinge nachzuweisen? Weil du es ja nicht wissen kannst. Du kannst es nur indirekt nachweisen und du kannst ja auch nur vermuten. Jetzt hast du irgendwie jemanden, der geht auf 3 Veranstaltungen und auf 3 Veranstaltungen ist irgendwie plötzlich in der Covid positiv gewesen und die Person auch. Hm. Kannst du dann sagen, von welches kam? Nee, kannst du nicht. Also nicht direkt. Kannst du höchstens dann, wenn du dir anschaust. Aber du gehst ja wieder von Ansteckung aus. Ja, und lass mich das zu Ende finden. Vermutlich deswegen, ja, weil natürlich das so in zeitlichem Zusammenhang kam. Und wenn du dir dann noch anschaust, welche Virenstränge waren das? Wie kommt es zustande, dass du überhaupt diese Graphen zeichnen kannst? Dass du nachvollziehen kannst, wie diese Stränge sich verbreiten? Dass du da am Ende wissenschaftliche Publikationen drüber hast? Und dann am Ende auch verschiedene Varianten nach. Das sind alles nur Modelle. Das sind alles Modelle. Und du, wenn du an die Grundlagen gehst, dann siehst du, dass das alles nicht wissenschaftlich ist. Punkt. Okay. Und deswegen, die Frage ist halt, letztendlich, was ist Wissenschaft? Wenn du jetzt hier bist und du bist krank, dann frage ich so von wegen, warum ist Patrick krank? Wenn ich sehe, Patrick sitzt jetzt hier, ich habe das auch in meinem Video mit Katharina gesagt, zum Beispiel ein Fall in meinem Freundeskreis, da hat ein halt eine Familie und er hat seiner Freundin irgendwann mal gesagt, er hat ihr sozusagen unschön gesagt, dass sie zu fett ist. Mhm. So, das fand sie natürlich nicht so toll und hat sich gesagt, wir trennen uns. Mhm. Und dann war natürlich dicke Luft zu Hause. Mhm. Am nächsten Morgen ist das Kind von denen wach geworden und hat keine Luft bekommen. Mhm. So, kann man natürlich sagen, es ist ein ansteckendes Virus vorliegend. Wieder das gleiche Beispiel mit unserem Feuer. So, und dann können wir sagen, natürlich, der Virus ist dafür verantwortlich. Aber kann man nicht sagen, dass es
vielleicht der Konflikt ist oder was anderes ist, kannst du dir, also nochmal direkt die Frage, kannst du dir vorstellen, dass Krankheit SARS-CoV-2, Influenza, Grippe, AIDS, das ist von was anderes, und Masern, das ist von was anderes, außer von Viren verursacht wird? In dem Fall, dadurch, dass das eben alles Virenerkrankungen sind, nein. Mhm. Und zwar deshalb, weil du ja vielleicht Symptome bekommen kannst, die sehr anderen gleichen, und auf dieser Ebene, du schaust die Symptome an und vergleichst das, kannst du auch im Zweifel ja komplett gesund sein, und irgendwie gerade den krassesten Hustenreiz haben, weil, keine Ahnung, dir irgendwas hinten reingeflogen ist oder sonst wie, das ist ja keine Viruserkrankung. Und trotzdem kannst du denselben Eindruck erwecken. Aber dass du quasi hinterher SARS-CoV-2 positiv bist und auch dieselben Symptome hast und im Zweifel daran wirklich so wirklich auch verstirbst, dass du ins Krankenhaus kommst, dass du beatmet werden musstest, dann die ECMO irgendwie auch nicht und sonst wie. All diese Sachen. Und dann stirbst du. Dann will ich nicht sagen, nein, da ist das nur psychosomatisch irgendwie herbeiinduziert und jemand hat in sich selbst quasi dieses Virus erschaffen und ist daran erkrankt. Nein, sondern dann ist das ganz eindeutig wohl eine Ansteckung von woanders. Aber woher willst du das wissen? Ja, es ist jetzt hier Occam's Razor, würde ich sagen. Ne? Aber dafür müssen wir doch schauen, dass wir, wo ich sage, auch mein bestes Beispiel ist halt immer, wenn ich sage halt einfach, nein, die Leute sind krank geworden, weil die Marsmännchen aus dem Weltraum dich mit unsichtbaren Laserstrahlen beschießen. Dann habe ich ganz, ganz viele Wissenschaftler, die sagen alle, das ist doch klar, das ist seit 150 Jahren klar. Seit Louis Pasteur wissen wir, dass es die Männchen aus dem Weltraum sind, die uns mit unsichtbaren Strahlen beschießen. Dann sage ich, ich sage so von wegen, oder das sagst du, von wegen, zeig mir die Marsmännchen, zeig mir die Laserstrahlen. Und ich sage, nein, du, das haben wir doch alles im Computer berechnet. Ich brauche keine Kontrollen. Ich muss nicht schauen, ob das vielleicht auch woanders herkommt, ob das ein seelischer Konflikt ist zum Beispiel. Der Computer berechnet das jetzt ja nicht einfach so. Aber nochmal, muss ich nicht auch andere Ursachen in Betracht ziehen? Ja. Und wie macht man das? Indem du schaust und dann stellst du halt fest, es gibt keine Marsmännchen. Oder zumindest keine Indizien dafür, dass es irgendwelche Strahlen gibt und so weiter. Du stellst ja Kontrollexperimente an. Na ja, du hast aber auch wissenschaftliche Modelle, die Dinge erklären. Und solange die auch sehr gut erklären, gibt es ja auch keinen Grund daran zu zweifeln. Dann musst du eben ja eben um die Ecke kommen und sagen, ja, aber ich finde genau dieses eine Kontrollexperiment, was diese ganzen Sachen in Frage stellt. Und das hast du aber halt bisher nicht gefunden. So. Und darüber hinaus, ich glaube, hier Goodmans Raben Dings da heißt es, gibt's Rabenparadox. Das ist, glaube ich, ziemlich genau der wissenschaftliche Fall, worauf du hinaus willst. Das ist auch nur so ein Gedankenexperiment quasi in der Philosophie. Aber da geht es eben auch, glaube ich, um die Frage Nachweisbarkeit. Das ist jetzt ein, zwei Jahre her, dass ich das zuletzt angeschaut hatte. Kann ich gerne nochmal raussuchen. Aber das sind immer die Fragen. Ja, wie weißt du was nach? Und wenn du jetzt aber den Fall hast von in dieser gesamten riesigen Gendatenbank, nie vorher irgendwas aufgetaucht. Noch nie hat jemand das so sequenziert, dass du dieses Ding da finden konntest. Und dann hast du jetzt plötzlich neue Fälle, unklassifiziert. Aber nochmal, ich kann doch genau das Gleiche auch einmalig sequenzieren mit einem, der Corona-negativ getestet ist. Kannst du aber halt nicht, oder es ist das beste Indiz dafür, gerade wenn es in so einem zeitlichen Zusammenhang geschieht, dass du es nie vorher hinbekommen hast, sondern immer erst danach, dass diese Person dann offensichtlich sogar positiv war. Da musst du eben fragen, was wiegt stärker als Gewicht, weil, also so ist, wie Wissenschaft am Ende überhaupt auch nur funktionieren kann. Und dann wäre jetzt irgendwie meine endgültige Gegenfrage noch so ein bisschen, wie kannst du es dann aber erklären, dass es einerseits die Positivraten ja gibt, ne, die du gesehen hast, ne? Also nicht nur die Anzahl der Fälle nimmt zu, und zwar deswegen, weil du mehr testest, ne? Sondern du hast ja als bestes Indiz auch die Positivquote. Ne? Aha. Genau. Aha. So, und die Fälle nehmen zu, wenn man mehr testet. Ja, so genau. Hat Frau Merkel den Lockdown sich herbeigetestet. Nein, aber darauf möchte ich ja gerade hinaus, weil du, also wenn du jetzt, sagen wir, konstant 5% Positivquote hast, ne? Und du doppelst jetzt die Anzahl der Tests, dann hast du auch hinterher doppelt so viele Tests. Ne? Wenn du aber jetzt die Tests sogar halbierst, aber die Positivquote geht hoch auf 10%, dann hast du ja wieder quasi gleich viele positive Fälle, aber deine Positivquote zeigt halt, dass gerade auch, wenn du es dann irgendwie trotzdem noch in großen Mengen machst und irgendwie an verschiedenen Zahlen und nicht irgendwie wirklich jedem einzelnen Fall hinterher testest und so weiter, sondern dass du möglichst gutes, heterogenes Bild quasi von der Sache hast oder ein gutes Surveillance-Tool, dann kannst du daraus eben Sachen ableiten. Und dann siehst du ja eben auch, wie gut das korreliert, dass du zuerst positive Fälle hast,
dann Hospitalisierung. Daraus kannst du ja auch die Hospitalisierungsrate ausrechnen und auf die Fragen Dunkelziffer und sonst wie gibt ja dann eben diese ganzen Modelle. Aber das ist ja nur eine Korrelation, keine Kausalität. Richtig. Und dann hast du auch hinterher nochmal ein Stück versetzt. Also du willst deine Theorie niemals überprüfen. Nein, stopp, lass mich zu Ende bringen. Und dann hast du nochmal die Todesfälle und so weiter. So, ne? Diese Sachen. Und dann hast du auch noch versetzt eben auch, dass es abnimmt. Ja, dass irgendwann, wenn die gesamte Menschheit irgendwie quasi infiziert war oder geimpft, dass dann die Hospitalisierung untergehen, dass die Todesfälle untergehen. Auch deshalb im Zweifel, weil die ganzen Menschen, die überhaupt versterben und ins Krankenhaus kommen konnten, verstorben sind. Kann es auch andere Gründe haben? Ja, vielleicht schon. Aber die Frage ist, sind sie wirklich plausibel? Und das wäre jetzt meine Frage. Aber schaut man sich andere Gründe an? Du versuchst es, aber... Nein, und wir sehen ja, dadurch, dass du niemals andere Sachen in Betracht ziehst, die sagen, es ist, muss ein ansteckendes Virus sein, kannst du niemals, anstatt zu schauen, hat das was mit der Psychosomatik zu tun, hat das was irgendwie mit elektromagnetischer Strahlung zu tun, hat das irgendwie, keine Ahnung, mit Luftvergiftung oder irgendwas zu tun. Weiß, womit hat es zu tun? Unruhig, weil unter meinem Haus die Wasserquelle ist. Keine Ahnung. Wie überprüfst du das? Ja, da gehe ich mit der Route lang. Nein, aber wie überprüfst du das? Du machst Experimente und machst die Experimente, hältst dich an wissenschaftliche Standards. Sind wir uns einig? Ja. So, warum hält man sich nicht an wissenschaftliche Standards? Weil du sagst, man muss das nicht. Okay, aber wir drehen uns im Kreis. Mhm. Kriegst du mit? Es gibt Fälle, dass Menschen, wenn sie Urlaub haben, auf einmal krank werden. Mhm. Wie kannst du das erklären? Vielleicht, weil sie mehr Sachen machen. Mir ist es eher aufgefallen, dass wenn man so ein, zwei anstrengende Wochen hatte und irgendwie wirklich so funktionieren musste, dass man danach immer ziemlich gut krank wird. Ah. Mhm. Und es liegt vielleicht einerseits wirklich daran, dass man mehr sich ansteckt, dass man vielleicht auch andererseits weniger schläft. Und dass es dann nochmal wahrscheinlicher wird, dass es am Ende ausbricht und weil man es am Ende auch erstmal eine Weile ignoriert. Also ich möchte auch nicht ausschließen, dass gerade wenn du ja schon eine Grundimmunität hast, das ein Stück weit einfach eine intensivere Erkrankung vermeiden kann. Aber dass also, das einfach also nur so nochmal, kommt, du redest jetzt wieder von... Ah, das ist ausgeschlossen. Ja, Woher weißt du das? Ja, du wirst ja halt nicht deswegen krank, weil du rausgehst und du dich zu kalt angezogen hast, sondern weil dein Körper in diesem Zeitraum so belastest, dass das Immunsystem nicht mehr stark genug dagegen vorgehen kann. Und dann wirst du dadurch dann doch eben krank. Aber nicht, weil du durch das Draußensein quasi krank warst, sondern weil du von vornherein infiziert warst. So. Also sagst du ja wieder, es kann nur ein ansteckendes Virus sein, du hast keine anderen Sachen. Ja, genau das. Wir sind gleich fertig. Die Hotelbediensteten haben gesagt, wir müssen langsam Schluss machen. Oder hast du schon mal erlebt, dass es, wenn man 50 Frauen in ein Büro steckt, dass sich deren Periode synchronisiert? Das finde ich auch wild, ja. Wie kann das sein? Ja. Vielleicht hat man für manche Sachen auch noch nicht die perfekte Erklärung. Keine Ahnung, Periodenvirus. Ja auch, Periodenvirus. Nein, das kann ja auch... So ganz klar, schwaches Immunsystem. Nein, weiß ich nicht. Kein Biologe. Im Sinne von, weiß ich nicht, was es da für Effekte gibt, dass dann irgendwie der Mensch dann doch irgendwie die Hormone so wahrnimmt und sich dann da irgendwie angleicht und es symbiotisch wird. Also, ich weiß es nicht. Aber das ist kein Virus, nein. Das musst du unterscheiden. Aber kann es dann bei den... Weil die auch sogenannten Infektionskrankheiten nicht auch so sein, dass wir uns aneinander angleichen, dass wenn Mann und Frau irgendwie beide gleichzeitig irgendwie jetzt wenn zu Hause dicke Luft ist oder wenn die halt irgendwie, wenn der eine krank wird, dass sich dann die Körper synchronisieren. Das halte ich jetzt ein bisschen für weit hergeholt, wenn du halt ein Virus nachweisen kannst. Wir haben ja keine Virennachweise. Wir haben, hast du mitgekriegt? Wir haben ein Preisgeld von 1,5 Millionen Euro ausgelobt. Für das gesamte Isolat? Für jeden, für einen wissenschaftlichen Virennachweis. Egal ob es Masern, HIV, Corona, Tabakmosaikvirus. Nee, und ich habe mir so viele Studien angeschaut. Ich habe mir SARS-CoV-2 genau angeschaut, ich habe mir Masern angeschaut, ich habe mir HIV angeschaut, ich habe mir Tabakmosaikvirus angeschaut. Ich finde niemals wissenschaftliche Standards erfüllt. Mhm. Cool. Ja. Und deswegen hältst du mich für einen Verschwörungstheoretiker, hältst du mich für einen durchgeknallten Idioten, wenn ich sage, haltet doch eure eigenen Standards ein? Es ist schwierig, da vielleicht auch die richtigen Worte zu finden, aber ich denke, du hast an mancher Stelle einfach auch nicht begriffen, warum, wie gesagt, diese Wissenschaftlichkeit so funktioniert, wie sie tut.
Und warum ist dann eben kein weiteres Kontrollexperiment? Die sagen ja selbst, wenn man sie fragt, warum macht ihr das nicht, dann sagen sie, ja, und brauchen wir nicht. Und exakt, weil man es wirklich nicht braucht. Nicht in allen Fällen. Die sagen selbst, ja, wäre wichtig, wäre spannend. Nein, was heißt, wäre wichtig, wäre spannend? Das ist halt ein bisschen, wie viel Aufwand kannst du halt noch betreiben, wenn du dann halt anschaust, wie es leider auch nicht ist. Wenn du 106, wenn du hier in Nizza, wenn du 106 Patienten hast, kannst du nicht auch mal 100 positive nehmen, 6 negative? Wenn du 106 Proben sequenzierst, kann man dann nicht mal eine einzige als Negativkontrolle laufen lassen? Was ist jetzt negativ? Die musst du ja halt erstmal auch eine negativ finden. Ja, deswegen, wenn wir. Du musst ja auch nachweisen, dass wir 100 Proben haben, die alle positiv getestet sind und eine Probe, die negativ getestet ist. Warum nimmt man nicht mal eine Probe, die ein bisschen anders ist? Und das ist doch gerade ein Experiment. Dass man halt einfach. Nur positiv und negativ. Und dann musst du halt eben sicherstellen, dass deine eigentlich negative eben nicht zusätzlich wirklich eine positive sein könnte. So musst du ja quasi ausschließen, dass sie negativ ist. Und wie tust du es am besten? Kannst du halt kaum. Und außer halt vollständig sequenzieren. Und dann musst du halt sprechen über die Unterschiede. Okay, alles klar. Wir drehen uns im Kreis. Jetzt lass uns nochmal zum Abschluss. Lass uns nochmal über die Impfung unterhalten. Aber hast wirklich du nur 5 Minuten. Ich möchte vielleicht auch 1, 2. Genau. Hältst du die Studien bei den Impfungen, hast du mitbekommen, dass da die Pfizer-Verträge herausgegeben worden sind und man hat selbst gesagt, man hat da selbst drin stehen, die Wirksamkeit, die Nebenwirkungen, die Langzeitschäden sind alle unbekannt. Man hat bei den Studien, bei den Zulassungsstudien, man hat die Placebo-Gruppe nach 2 Monaten aufgelöst, man hat übergefuscht ohne Ende. Gut, das muss man tatsächlich ein bisschen unterscheiden, zwar deswegen, weil diese Studien ja eben auch... Hast du dir die Zulassungsstudie genau angeschaut? Nein, tatsächlich nicht, aber da möchte ich jetzt tatsächlich auch nicht vollständig ausschließen, dass da natürlich auch diese Unternehmen, die diese Verträge bekommen haben, und es fängt ja irgendwie an mit irgendwie, dass eine Frau von der Leyen keine SMS rausdrückt und so, wo sie irgendwie ja diese Verträge irgendwie ausgehandelt hat oder sonst wie, das, oder so wie irgendwie dann bei Scholz irgendwie der Koffer mit den Laptops fehlt oder so in die Richtung, das sind dann schon wieder Zufall. Das ist doch Zufall. Ja, das muss man eben unterscheiden. Wenn du jetzt irgendwie tatsächlich dann die großen Firmen hast, die gerne diesen Vertrag haben wollen und den auch eingehalten und so weiter, und dann irgendwie, da möchte ich tatsächlich nicht ausschließen, dass dann manche Sachen eher gepfuscht sein könnten, als wenn du wirklich eine starke unabhängige Wissenschaft hast. Hältst du? Aber, und meinst du, wir haben eine starke unabhängige Wissenschaft? Man arbeitet konsequent daran, dass es nicht so ist. Ah. Und zwar auch gerade wegen Finanzierungsfragen. Ah. Und wenn du halt irgendwie eine zu starke Abhängigkeit hast, ist es in dem Fall nicht gut. Ohne mich da jetzt auch wirklich weiter aus dem Fenster lehnen zu müssen. Also ich will sagen, dass es auch ein bisschen schon sehr wertend ist, was ich sage. Wenn der Peter Götzsche, der Mitbegründer vom Cochrane-Institut, er beobachtet generell Betrug und Unterdrückung in den Veröffentlichungen und in den klinischen Studien. Ja, jedenfalls muss man da vielleicht auch noch sagen, zu Spätfolgen, Langzeitfolgen, die ja wie gesagt Spätfolgen sind, die stellst du halt auch nicht. Also die sind ja erstens so, dass sie, wenn dann direkt auftreten und lange anhalten und nicht erst aus dem Nichts plötzlich Jahre später kommen, und selbst dann stellt sich ja wieder die Frage der Kausalität oder wie du das nachweisen kannst, dass es genau daran liegt, weil du einfach auch nicht das so lange über diesen Zeitraum machen kannst, gerade auch mit dem starken Argument von du hast einen Druck, dass du im Zweifel ja auch durch ein Verzögern und ein Verschleppen von Impfungen, die ja vielleicht doch sehr wirksam sein könnten, und durch ein immer weiter in Frage stellen dieser Wirksamkeit und der Sicherheit du einfach auch einen großen Schaden auf der anderen Seite. Also Placebo-Kontrollen auflösen hältst du für sinnvoll? Nach einem gewissen Zeitraum, ja. Nach 2 Monaten? Das ist halt die Frage. Nach 2 Monaten? Weiß ich nicht. Stell doch nicht solche Fragen, wo du mich auf jetzt irgendwie ein Ding festlegen kannst. Nein, aber das ist die Sache. Ja, aber nach 2 Monaten. Jetzt stellst du halt 2 Monate lang fest, die Leute werden mit einer Impfung viel seltener krank. Und dann ist es, dann sagst du, vielleicht doch lieber 3, 4, 5. Du musst irgendwann eine Grenze ziehen. Wo genau, weiß ich nicht. Ja. Ob das jetzt 2 Monate sind, kein Experte. Aber du musst irgendwann eine Grenze ziehen, wie gesagt, allein auch deswegen, weil ein zurückhaltende Impfung im Zweifel auf alt schmecken. So, und da mal, weiß nicht, also, angesichts der Zeit auch fast lassen. Wir können gerne auch nachher nochmal eine kleine Folge nachher drehen oder so. Alles klar, nein. Nochmal als Fazit, hältst du es von mir für unsinnig, nach wissenschaftlichen Standards zu fragen? Nein, aber du solltest sie an richtiger Stelle fragen. Und da, ich sage die ganze Zeit nur, an jeder Stelle sind wissenschaftliche Standards nicht eingehalten. Und wenn man sie einhält, falsifiziert das deren Ergebnisse. Das heißt, wenn man sie einhält, und du hast mir jetzt genau ein Ding gezeigt,
wie man selbst schreibt als Wissenschaftler. Ich kann ja auch zytopathische Effekte und so. Ich kann nicht der Peebles und Enders haben selbst. Darauf nicht festlagen. Genauso wenig wie auf die Robert-Koch-Postulate. Weil es irgendwann irgendwelche Postulate von irgendwem waren, so in die Richtung, also nicht irgendwem natürlich, ne, sondern sehr überspitzt dargestellt, die einfach auch mit gewisser Zeit an Kraft verlieren und die auch nie ganz so eindeutig sind. Und das, denke ich, ist fast ein gutes Stichwort. Also ich nehme mir gerne auch dann, wie gesagt, soll das passen dann so, nochmal die Zeit, das auch nochmal so zu handhaben, aber ja. Alles klar. Also Patrick, schön, dass wir uns nochmal unterhalten haben. Ja, freut mich. Und ich hoffe auch für den unabhängigen Zuschauer, ich bin nicht so naiv jetzt tatsächlich, dass ich glaube, dich da noch von abhalten zu können. Ich finde es eher schade, dass du nicht ganz auch verstehst, glaube ich, worum es mir ein bisschen geht oder warum es diese Sachen auch nicht braucht. Und ich bin wirklich ein, ich weiß nicht. Also wissenschaftliche Standards werden aufgestellt, damit man sich nicht an die hält. Nein, das ist, wie gesagt, das ist zu falsch formuliert. Mhm. Ja. Alles klar. Also, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.